Nachdem die Fresszellen ihre Arbeit getan haben, bleiben Reste von abgetöteten Bakterien und beschädigten Zellen im Gewebe zurück. In der Abklingphase werden entzündungsauflösende Botenstoffe ausgeschüttet, unter anderem die Resolvine. Sie aktivieren eine besondere Art von Fresszellen, die Makrophagen vom Typ M2. Diese entsorgen Zell- und Gewebetrümmer. Gleichzeitig beginnen andere Immunzellen mit den ersten Reparaturmaßnahmen und dichten geschädigte Blutgefäße ab. Außerdem werden zerstörte Zellen durch neue ersetzt.